Herzlich willkommen wieder bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Wie versprochen, hier der Teil 2 mit der kleinen Kaufberatung, was die Substanz hier angeht, des Audi 200 Typ 43. Hier haben wir ein Exemplar von März 1980, in dem Fall hier ein 5E. Ist aber egal, beim 5T wäre es im Prinzip genauso. Dieser Audi hier ist bis 1997 ganz regulär bewegt worden, allerdings auch sehr wenig und war auch immer brav in der Werkstatt. Das heißt aber nichts, denn seit 97 wurde dieser schöne Audi hier stillgelegt und verbrachte dann bis ins Jahre 2015 sein Dasein in der Garage. Das heißt, wir können hier natürlich einige Standschäden erwarten und von der Karosserieseite her müssen wir hier auch mit einigen Schweißarbeiten offenbar rechnen. Denn wir sehen jetzt hier, wir fangen mal im vorderen Bereich an, hier am Kotflügel haben wir hier Rostansatz. Da müssen natürlich Stoßstangen abgebaut werden, um zu gucken, ob es hier nur oberflächlich ist, weil der Kotflügel ansonsten hier vorne ist eigentlich recht gut. Nicht gut dagegen ist die Fahrertür. Das ist eine typische neuralgische Stelle bei Typ 43. Man sieht es schon außen hier. Und wenn man hier die Kamera drunter fährt und guckt sich den Türfalz an, wenn man es jetzt erkennen kann, dann sieht man auf jeden Fall deutlichen Rostansatz. Also die Tür wäre hier im Prinzip entweder komplett auszutauschen. Ich bin kein Karosseriebau, aber das sieht schon so aus. Die hintere Tür hingegen sieht allerdings wieder gut aus. Ja, also so sieht es dann massiv aus. Und auch hier unten kann man sehen, hier sieht es doch noch ordentlich aus. Also die Tür ist okay. Hier am Radlauf geht es dann weiter. Radläufe waren sowieso eine neuralgische Stelle beim Typ 43. Das mündet dann hier in die Endspitzenproblematik. Hier geht es dann auch schon los, wobei die hier schon noch relativ massiv ist. Ja, also das war der obligatorische Griff. Also hier kann ich jetzt nichts rausbröseln. Auf der anderen Seite hingegen sieht die Sachlage anders aus. Hier haben wir doch schon ein bisschen poröses Zeug. Ja? Also hier gibt es Reparaturbleche, die müsste man hier natürlich einschweißen. Hier am Radlauf haben wir es ein bisschen großflächiger vom Rost. Also hier muss auch was getan werden. Diese Tür geht wiederum auch erstaunlicherweise. Also hier ist bei diesem Fahrzeug auch nur die Fahrertür weitgehend betroffen. Man schaut natürlich dann auch mal bei der Gelegenheit in den Schwellerbereich hier unten, weil da geht es dann auch mal ganz gut los bei den Wagenheberaufnahmen. Also auf der Seite geht es noch, wobei hinten ist die Spritleitung mal irgendwie korrigiert. Und da muss auch was getan werden. Das jetzt zum Thema Technik. Da kommen wir dann beim nächsten Mal hin, Teil 3. Hier haben wir auch eine typische neuralgische Stelle. Was ich schon bei Audi 200 gesehen habe, vor 15 Jahren oder 20 Jahren, da ging es dann auch schon los. Auch wichtig, der obligatorische Blick in den Reserveradboden. Hier war die Problematik immer die, dass Wasser von den Rückleuchten über poröse Dichtung quasi hier reingelaufen ist und dann die Platine der Pumpe für die Zentralverriegelung zur Korrosion gebracht hat, und damit einhergehend ist dann die Zentralverriegelung leider ausgefallen. So, hier habe ich mal die Seitentasche rausgemacht, wo man hier mal ganz schön einen Blick reinwerfen kann in diese Endspitze. Hier sieht es noch ganz gut aus, allerdings wenn man hier reinschaut, dann sieht man auch schon Rostansatz von innen, was den Radlauf anbelangt. Also hier sind einige Karosseriearbeiten nötig. Hier auch immer am Griff ein typischer Rostansatz. Also dieses Fahrzeug hier ist schon ganz anschaulich für die Dinge, die hier bei einem Audi 200 auftreten können. Der Vorteil bei diesem Auto allerdings ist, dass er, wie gesagt, von Historie lupenrein ist. Ist ein erster Handauto und es scheint auch sogar der erste Lack noch zu sein. Insoweit würde es Sinn machen, oder sagen wir mal so, es wäre schade, wenn er eigentlich nur zum Schlachten verwendet wird. Denn wenn man dann innen mal schaut, das hatte ich ja gestern auch schon, wie gesagt, Interieur, da schaut er wirklich gut aus, weil hier wenig UV-Strahlung
dieses Velour zum Ausbleichen hätte bringen können. Das sieht noch alles schön grün und frisch aus. Auch das Armaturenbrett ist rissfrei. Ja, auch keine irgendwelche Löcher drin oder so. Das ist alles original. Und mit einer Laufleistung von 137.000 auch wirklich sehr, sehr wenig. Ja, gemessen am Fahrzeugalter von 35 Jahren. Wichtig ist natürlich auch immer hier, den Frontscheibenrahmen zu begutachten, dass dieser rostfrei ist, weil wenn es hier blüht, dann wird es richtig teuer. Die Scheibe ist geklebt und wenn man hier die Scheibe austauschen möchte, muss natürlich die Leiste abgebaut werden, um die wieder dran zu bekommen, beziehungsweise die Klipse zu bekommen, ist relativ schwierig. Die gibt es zwar wieder im Nachbau, was ich gelesen habe, aber überhaupt die ganze Leistenproblematik hier, die gibt es natürlich nicht mehr neu bei Audi und darauf sollte man achten, dass die noch intakt sind. Und hier bei dem Audi sind die wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Da steht nichts ab. Da ist nichts verkratzt. Da sieht alles gut aus noch. Wenn wir dann im Prinzip nochmal zum Thema Rost kommen, sollte man nochmal einen Blick werfen auf die Federbeindome. Dann schauen wir da mal kurz rein. So. Hier sehen wir natürlich auch den Kotflügel oben. Der ist fällig. Ist auch eine Manko, was man oftmals hat. Achtung. So sieht ein Dornröschen aus, das 17 Jahre geschlafen hat. Also der Motor dreht zwar noch, aber hier ist die Benzinpumpe fest. Ja, und er ist wohl mal gelaufen, aber hier muss natürlich umfangreich im Prinzip alles gewechselt werden. Flüssigkeiten, Zahnriemen, alle Filter und so weiter und so fort. Federbeindome sehen hier recht ordentlich aus. Ja, nur nebenan, da sehen wir natürlich schon ein kleines Guckloch. Wir können mal durchschauen und wir sehen hier den Reifen. Hallo, da ist er. Also Kotflügel müssen erneuert werden. Dann haben wir das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Ja, hier kann man schon fast eine ganze Hand reinstecken. Insofern ist hier auch ein Kotflügel fällig. Das heißt, man muss natürlich hier dann rechnen, was auf einen zukommt von der Karosserie. Wenn man hier nicht viel selbst machen kann, abhängig ist von einem Karosseriebaubetrieb und von Audi. Naja, von Audi, gut, das kann man ja vergessen. Aber von Dritten, dann wird es natürlich schon teuer. Allerdings, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass es sich bei diesem Auto durchaus lohnt. Denn, wie gesagt, wichtig ist natürlich auch die Historie und auch, dass alles komplett ist. Ja, wir haben hier ein komplett gestempeltes Serviceheft. Wir haben einen Halter im Brief und den alten Fahrzeugbrief. Wir haben hier ein Fahrzeug, das meines Erachtens nach hier im Zustand, momentan im Zustand 3- bis 4 bewegt nach Data Classic. Und um diesen Audi in einen echten Zustand 2 zu bringen, ich sag mal von der Technik ca. 1.000-1.500 Euro und von der Optik, also beziehungsweise von der Substanz um die 3.000-3.500 Euro, schätze ich mal, ja, unter Vorbehalt. Aber dann hätte man wirklich ein Fahrzeug, erste Hand Audi mit wenig Kilometer. Natürlich müssen die Felgen hier auch nochmal neu überarbeitet werden. Die hier geht sogar noch. Wir haben ja hier dieses Altsilbermatt. Bekommt man auch noch. Aber hinten, wie ihr seht, sieht es dann so aus. Da hat sich die Farbe abgelöst. Ja? Also da muss was getan werden. Schwellerbereich, wie gesagt, gucken wir auch nochmal. Da geht es dann hier auch schon los. Ja? Also das ist im Prinzip relativ normal bei Fahrzeugen, die 35 Jahre alt sind und auch durchaus dann 17 Jahre im Winter bewegt worden sind. Das ist also nichts Atypisches, da gibt es also durchaus Schlimmere, denn viele sind ja schon weggerostet, ja, wie wir wissen. Auch zu achten ist natürlich auf die Nirosta Edelstahlleisten hier, dass die noch schön sind, weil die gibt es auch nicht mehr und wenn gebraucht, dann sind sie auch relativ teuer. Hier ist noch alles okay. Hinten haben wir an der Stoßstange allerdings hat sich diese untere Leiste ein bisschen verzogen. Da muss nochmal abgebaut werden, ja, und muss dann wieder neu befestigt werden. Die ist hier unter Spannung, aber hat auch hier ein paar Dellen. Also die ist nicht mehr so schön. Da muss man Ersatz schaffen. Kofferraumboden sieht hier gut aus. Auch trocken, beziehungsweise getestet habe ich es nicht. Ja, alles unter Vorbehalt. Und das war es erstmal soweit, was ich hier exemplarisch an diesem Audi zum Thema Substanz bzw. Kaufberatung für die Karosseriemängel, die ein Audi 200 Typ 43 haben kann, sagen kann.
tolles Deutsch. Und mache jetzt erstmal hier wieder Schluss. Ich freue mich, von euch zu hören, beziehungsweise abonniert meinen Kanal, denn der Teil 3 lässt nicht lange auf sich warten. Da werden wir ein bisschen die Technik begutachten vom 5E und vom 5T, zumindest von dem, was ich im Kopf noch habe. Und freue mich, bis zum nächsten Mal. Euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatung. Ciao, ciao.